Heute sprechen wir darüber, wie du nie wieder faul sein wirst. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und ich glaube, eine der Sachen, die einen so auf dem Weg zum Traumabiturschnitt mit am meisten abhält, ist einfach diese eigene Faulheit. Und ich finde das Thema Faulheit oder sich nicht aufraffen können so ein spannendes Thema, weil irgendwie blockiert ja diese eine Sache alles. Also egal wie gut deine Lernstrategie ist, egal wie motiviert du vielleicht auch bist oder wie wichtig gerade eine Sache ist oder auch wie dringend die ist, wenn du dich nicht dazu aufraffen kannst, bringt dir das alles nichts. Das heißt, egal welchen Tipp du auch annimmst, es bringt dir nichts, wenn du weiter faul bist. Weil egal was du weißt, solange du es nicht umsetzt, wenn du faul bist, dann setzt du es ja nicht um, dann kann es halt natürlich auch nicht funktionieren. Und deswegen will ich heute mit euch ein bisschen über das Thema Faulheit sprechen, weil ich glaube, es ist eine Sache, die super viele betrifft, vermutlich auch dich. Und ich glaube, das Allerwichtigste, was es in Bezug auf Faulheit als allererstes mal zu wissen gibt, ist, dass jeder faul ist. Auch ich. Auch, keine Ahnung, irgendwelche krassen Leute, die ihr euch anschaut. Egal, wen ihr euch anschaut, die sind alle faul. Und das hat nichts damit zu tun, dass irgendwie, weil viele sagen immer, oh, ich würde gerne gute Noten schreiben, aber ich bin einfach viel zu faul. Das ist Schwachsinn. Jeder ist viel zu faul, um gute Noten zu schreiben. Die Frage ist nur, was macht man damit? Denn wir Menschen tendieren von Grund aus einfach darauf, Energie zu sparen. Ja, ich meine, früher müsst ihr euch überlegen, klar, wir können uns jetzt hier, keine Ahnung, ist hier so ein fetter Nudeltopf noch, den esse ich gleich später noch. Wir können uns heutzutage ununterbrochen immer wieder Energie zuführen. Ja, wenn wir essen wollen, essen wir. Wenn wir trinken wollen, trinken wir einfach. Wenn wir schlafen wollen, schlafen wir einfach. Das war halt vor 2000 Jahren vielleicht ein bisschen anders. Ja, da hattest du halt nicht jederzeit irgendwie essen. Da konntest du vielleicht nicht ununterbrochen schlafen, weil du auch immer wieder weiterziehen musstest. Vielleicht hattest du gar keinen richtigen Unterschlupf und so weiter. Das heißt, es war für unseren Körper extrem wichtig, Energie zu sparen. Und dadurch, dass vielleicht sich unsere Welt um uns herum in den letzten, ja, Hunderten von Jahren extrem schnell und wirklich exponentiell krass rasant weiterentwickelt hat, bedeutet das nicht gleich, dass unser Körper und unser Gehirn es auch getan hat. Das heißt, unser ganzes Körpersystem ist immer noch darauf ausgerichtet, möglichst viel Energie zu sparen. Und daher kommt auch deine Faulheit. Ja, weil du dir einfach sagst, und dein Körper sagt unbewusst, warum sollte ich was tun, was nicht zwangsläufig notwendig ist? Und genau hier ist eben auch schon der Knackpunkt, wie du deine Faulheit selbst aushebeln kannst und so konsequent immer die Dinge machst, die du dir vornimmst. Denn dadurch, dass wir eigentlich ein extrem luxuriöses Leben leben, und damit meine ich nicht, dass man irgendwie ein paar Millionen auf dem Konto hat, sondern damit meine ich einfach nur, dass wir essen können, wenn wir essen wollen, dass wir konstant eigentlich ein Dach über dem Kopf haben, solche Themen. Dadurch, dass das so stark bei uns ist, gibt es fast nichts mehr, was in unserem Leben absolut notwendig ist. Ja, klar hat man das Gefühl, okay, ja, für morgen muss ich schon lernen. Aber wenn du morgen nicht lernen würdest, hättest du vielleicht einfach nur in der nächsten Arbeit ein bisschen schlechtere Noten. Wäre es auch nicht cool, ja, aber es ist nicht zwangsläufig notwendig. Und unser Körper, dadurch, dass er immer Energie sparen möchte und eben nur die allernotwendigsten Sachen getan hat, wie zur Wasserstelle zu laufen, auf Jagd zu gehen, vielleicht irgendwelche Felle zusammen zu basteln, dass man die sich selbst umlegen kann und so weiter. Das heißt, nur das Überlebensnotwendigste. Dadurch, dass unser Körper darauf programmiert ist, es bei uns aber fast nichts mehr gibt, was wirklich überlebensnotwendig ist oder was wir davon tun müssen, ist natürlich klar, dass du ganz viel faul bist. Ja, weil du denkst, ja, ist ja nicht so wichtig. Das Entscheidende, was du jetzt tun musst, ist, dass du eben Dinge, die eigentlich nicht überlebensnotwendig sind, in deinem Kopf so wichtig machst, als wären sie überlebensnotwendig. Denn da hast du eben die eigene Kontrolle darüber. Wir bestimmen ja selbst, wie wichtig wir Dinge sehen. Und wenn du natürlich sagst, ja, Schule wäre schon ganz cool, wäre schon ganz wichtig, aber ist mir auch egal, dann ist es klar, dass du faul sein wirst. Dann ist es logisch, dass du dich nicht zu den Hausaufgaben aufraffen wirst, dass du es nicht schaffst, dich an den Schreibtisch zu setzen, dass du nicht rechtzeitig damit anfängst, für die Klausur zu lernen. Das ist vollkommen logisch. Aber wenn du sagst, ich will unbedingt mein Traumabitur schon erreichen, ich will unbedingt meine 1,9, meine 1,3, meine 1,0, 2,5, das Abi einfach nur schaffen, egal was ist, ich will das unbedingt, dann ist es für deinen Kopf fast so, als ist es überlebensnotwendig. Ja, das bedeutet nicht, dass du dich krass unter Druck setzen musst, dazu ist gestern oder in den nächsten Tagen wird da noch ein Video dazu kommen, zum Druck auch,
Das bedeutet jetzt nicht zwangsläufig, dass du dich so krass unter Druck setzen musst, sondern einfach nur, dass es diese Bedeutung für dich hat. Ja, es geht ganz, ganz entscheidend darum, dass es eine hohe Bedeutung für dich hat. Warum schaffst du es denn, obwohl du saufaul bist, immer kurz vor der Klausur dann noch zu lernen? Weil auf einmal die Bedeutung, die Dringlichkeit extrem hoch ist. Du musst es jetzt machen. Deswegen machst du es. Und wie schaffst du das eben davor schon zu machen? Ganz einfach. Dir muss es richtig wichtig werden. Natürlich kannst du dir dafür ein Ziel setzen. Natürlich kannst du dir dein Warum aufschreiben. Aber das sind alles so externe Dinge, die du machen kannst. Das Allerwichtigste, wie du diese Bedeutung von einer Sache richtig erhöhst, ist in dir. Du musst in diese Sache reinfühlen, fühl richtig so in deinen Traumabitur schon rein oder Schule oder was auch immer, oder wo du eben besser werden willst. Und dann versuch diese Wichtigkeit davon richtig hoch zu pushen. Einfach immer, es ist mir so wichtig, es ist mir so wichtig, es ist mir so wichtig, es ist mir so wichtig. Und es wird immer wichtiger, 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 bis dein Kopf irgendwann sagt, Alter. Und du merkst dann selbst irgendwann auch an deinen Prioritäten. Vielleicht, wenn du zum Beispiel jetzt nicht mehr viel Zeit hast, ja, so du hast ein bisschen Hunger, so ich meine, du sollst jetzt nicht verhungern, ja, aber so du hast ein bisschen schon gegessen, aber hast noch ein bisschen Hunger, könntest jetzt eine halbe Stunde Essen machen noch, bevor schlafen gehen, oder du lernst noch eine halbe Stunde. Dann merkst du irgendwann, dass du vielleicht trotzdem lernst, weil mir ist es so wichtig, dass ich in der Schule am Start bin. Und dann wird sich alles verändern und dann löst sich auch deine Faulheit. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.